Schmeckt sehr gut. Da meine Diät nicht vernünftig läuft, eigentlich anstatt abzunehmen, nehme ich zu, habe ich mir überlegt, etwas zu machen, um das zu stoppen bzw. ja, endlich abzunehmen. Als Hilfe habe ich mir jetzt MyProtein bzw. Impact Diet Whey Protein von MyProtein geholt und möchte es jetzt in der nächsten Zeit testen. Ich habe es selber gekauft, ich werde also nicht gesponsert von der Firma bzw. ich habe keine Kooperation mit denen. Heute zum Frühstück richtig tolle Dinkelfrüchte-Müsli. Ziemlich kalorisch, dafür aber mit vielen guten Sachen und es hält auch sehr, sehr lange satt. Vor allen Dingen Hafer und Dinkel, gar nicht so schlecht. Ich trinke es mit Milch oder ich esse es mit Milch und Joghurt. Die Woche ist um und ich bin eigentlich nicht zufrieden. Ich fühle, dass ich entsprechend zugenommen habe. Ich habe mich zwar nicht gewogen, aber ich fühle es. Und ich bin nicht viel bzw. nicht genug gelaufen. Mein Plan war, am Samstag einen langen Lauf zu machen, mindestens 28 Kilometer. Geworden sind es 0. Freitag, Samstag und heute am Sonntag habe ich so gut wie nichts gemacht. Und das ist nicht so schön. Man kann sich das natürlich gut reden und man kann sagen, man braucht auch Ruhephasen, man muss natürlich auch runterkommen, um dann die nächste Woche zu trainieren, besser zu trainieren. Ja, das stimmt schon, aber mein Plan war was anderes. Naja, mal schauen, wie es nächste Woche wird. Ab Montag geht's los. Man darf nicht trauen, nachdem was gewesen ist, vergessen wir es. Ab Montag geht's wieder los. Und nächste Woche habe ich einiges vor. Ich möchte gerne mindestens 60 Kilometer insgesamt laufen. Davon sollten 30 bis 35 Kilometer für einen langen Lauf sein. Den mache ich am Samstag. Ich will dann 2 bis 3 Mal ins Fitnessstudio gehen und oder Thai-Boxen machen, um entsprechend Core-Übungen zu machen, also Functional Training zu machen. Ich muss nächste Woche zur chinesischen Botschaft. Ich muss mein Visum beantragen, da die Zeit schon relativ knapp ist. Und mit der Behörde ist das immer so eine Sache. Gerade wenn es um solche Länder wie China geht, kann ich überhaupt nicht abschätzen, wie lange es dauert, beziehungsweise was brauche ich alles, um entsprechend ein Visum zu bekommen. Ich brauche ein Visum, da ich Kroate bin und immer noch kroatischen Pass habe. So, und ich will eine ganz besondere Sache, und zwar, ich möchte mir nächste Woche eine Smart Scale kaufen, also eine intelligente Waage, mit der man so verschiedene Messungen machen kann, wie zum Beispiel Körperfettanteile, Muskelanteile und keine Ahnung, natürlich auch Gewicht, BMI und so weiter. Die sollte mit dem Handy zu steuern sein bzw. auszulesen sein. Und ich wollte gerne irgendwelche Reports und Statistiken und sowas ähnliches machen können. Das sollte nächste Woche stattfinden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, einen Daumen hoch würde mich freuen oder einen Kommentar hier unten. Ansonsten abonniert meinen YouTube-Kanal und nicht vergessen, auf die Glocke einmal zu drücken, um entsprechend alle Informationen als allererste zu bekommen und sofort meine Videos sehen zu können. Bis dann, tschüss!